Ja, Otto Beschmied, Inselbürgermeister der wunderschönen Ostseeinsel Fehmarn. Das war ein Wochenende mit Cate Blanchett oder auch ich hier auf Fehmarn. Ein gigantischer Aufwand, ein Riesentross, der da mitgereist war, um an den beiden Orten hier auf der wunderschönen Insel zu filmen. Das war einmal am Katharinenhof, dort wurde eine Aufnahme gemacht und am Bereich der Fehmarnsundbrücke. Ein Riesenaufwand, ein Riesenspektakel. Nur sehr schwierig war, an Cate Blanchett heranzukommen. Sie ist doch recht abgeschirmt. Ja, okay, das muss man einem Oscar-Preisträger oder einer Oscar-Preisträgerin zugestehen. Aber schon eine Menge Aufwand hier auf Fehmarn. Und im Endeffekt glaube ich, dass die Filmaufnahmen erfolgreich sind. Und wir freuen uns alle auf den neuen Film, der im Herbst wohl gesendet werden soll, beziehungsweise in die Kinos kommt. Bootsvermietung und muss sagen, die letzten Tage war hier die Hölle los und gestern kamen auf einmal Leute hierher und sagen, wir wollen ein Boot, wir brauchen ein Boot. Ich sage, warum braucht er denn überhaupt ein Boot? Ja, hier ist eine ganz tolle Sache am Laufen und wir wollen gerne die Schauspielerin sehen, die jetzt hier extra aus Amerika gekommen ist. Ja, und dann ging das los, ne? Da war ein Boot weg, zwei Boot weg, drei Boot weg, vier Boot weg und dann habe ich gedacht, ich muss mir das auch mal angucken. Dann bin ich mal los und da war ja die Hölle los, ne? Da war ja richtig was. Die Lühe, die habt all keck, der eine do, der andere so. Und dann habe ich mal gefragt, um was geht es denn hier überhaupt? Und dann sagten die, dass die tatsächlich aus Amerika gekommen ist. Ja, und dann bin ich dahin, habe mir das auch mal angeguckt. Da waren ja viele Autos und ich weiß gar nicht, was da alles war. Auf alle Fälle waren die alle am Schminken und am Machen und am Tun. Ja, und ich meine, so finde ich das hier richtig schön. Da hat Fehmarn mal auch was zu tun und nicht nur immer Sylt, sondern Fehmarn ist auch was da für die Lühe mit was hier, mit das Geld, ne? Der kommt auch nach Fehmarn. Ja, was sagt er so?
Ihr wollt mich jetzt im Fernsehen. Wir sind die bösen Leute. Wir sind die bösen Angler, ne? Ja. Ja, wir sind alles ganz liebes Volk. Fehmarn24.de. Da sind so kleine Videos. Ja, klasse. Gut zu wissen. Schau doch mal rein. Über wann? Brahms. Ich wohne hier auf der Insel Fehmarn mit meiner Familie. Wir waren gestern am Strand spazieren, Fehmarnsund, und haben festgestellt, dass dort ein Film gedreht wird mit der Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett. Es war ziemlich beeindruckend. Überall war was los. Pressefotografen, Schauspieler, Statisten. Wir sind auch sozusagen mittendrin gewesen. Wir mussten eine Weile in den Dünen ausharren, weil sie dort gedreht haben. Ja, und ich finde das schon beeindruckend, dass so eine große Produktion hier auf unserer kleinen Sonneninsel gedreht wird. Allerdings habe ich was noch zu bemerken. Es wäre schon wünschenswert, wenn in den Filmen erwähnt wird, dass die Brücke zu Fehmarn gehört und nicht, wie so ein Gerücht umgeht, zu Dänemark. Weil wir Fehmarnere, wir lieben unsere Insel. Gregory Peck. She's a real writer.